Okay, ich gehe mal weiter. Oder auch nicht. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ah, da. Yeah. Ich komme. Nicht Panik ist das Gebot der Stunde, sondern... Juhu! Ah, wie geil das ist! Das macht echt eine Menge Spaß, also... Das ist echt cool, also vom Gameplay geil. Okay, wir kommen auf jeden Fall näher. So, Geld nehme ich mit. Gesundheit esse ich auch nochmal, wo wir eigentlich voll sind. So. Hier liegt auch nochmal Geld rum. So, ich glaube, wir müssen hier rein, ne, oder? Ja. Mhm. Öffne nicht immer sofort das Feuer, nicht jede Situation. Was sollen diese armen Neger denn tun, wie man sie behandelt? Das musste ja alles so kommen. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Das ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Kann ich hier irgendwie, warte mal, kann ich hier durch? Okay, also weiter. Okay, ich guck mal eben hier, ob ich hier irgendwas finde. Wieder alles durchsuchen, so wie in den anderen Teilen auch. La 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 la. Im Hintergrund diese funky Musik. Di, 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 di. Wie geil. Oh, was liegt denn hier? Warte mal. Ach, Salze voll. Okay. Was steht hier? Ein Treffen der Columbia-Freunde der Negro Society. Pastor Ortins. Was? Prestige? Über das Thema, solange der Neger nicht gleich ist, ist niemand von uns gleich. Ernsthaft? Hat er gesagt, hol ihn raus. Oh! Okay. Alter. Da guckst du einmal... Wow. Da guckst du einmal auf den Chat, ey, und dann... So. Alter, Alter, Alter. War ich nicht. Oh Gott, oh Gott, Alter, was ist denn hier los? Alter, ich, was das hier auf einmal abgeht? Wild West Show. Cool. Oh, warte mal. Hallo? Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun, Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen. Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich sie immer ausgestopft an die Wand hänge. Okay. Ja, krass. Meine Güte.
Oh, wie süß. Wie er mich anguckt. Hallo. So, kann ich die anzünden hier? Nee, ne? So, wo geht's denn jetzt weiter? Wie war... Ich habe schon wieder vergessen, wie man sich den Wegpunkt anzeigt. Was? Waffe zu tauschen, R1. Achso. Mit dem Wegpunkt habe ich schon wieder total vergessen, wie das nochmal war. Welche Taste ich da drücken muss. Warum wird's hier gerade so dunkel? Ist doch... Jetzt ist Sonnenschein und jetzt ist... Okay. Was? Comstock bekämpft die Schlange der Nation. Alter. Automatisches Speichern, sehr gut. Ich frage mich, was sie machen, wenn ein Unwetter ist. Bruderschaft des Raben. Da liegt Geld. Ja, ob ich den Apfel essen möchte, ich weiß nicht. John Wilkins Booth. Alter, ernsthaft? Ihr wollt mich doch verarschen. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich. Und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Naja, gucken wir mal. So friedlich wirkt das jetzt auch nicht mehr. Was ist das denn? Lecker. Irgendwas habe ich gerade aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was. Oh. Das große Abendmahl. Ich glaube, mal so bezeichnen darf. Was haben wir hier? Drei illustre Gentlemen. Ne, zwei. Und zwei Damen und einer, der eine Pistole hält. Alter, überall Vogelkot hier auf dem Essen. Hilfe, oh Gott. Nami, Lady. Kannst du mir immer das Salz rüberreichen? Aber klar. Ich fahre mal eben mit meinem Rollstuhl an den Tisch vorbei, dann komme ich rüber. So, wo ist denn... Hä, wo muss ich denn lang? War hier... hallo? Hier geht's ja nach oben. Okay. Eieiei, wo kommen wir denn jetzt hin? Für Gott und Vaterland. So, führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Schutz für unsere Rasse. Eieieiei. Ich werde mal nicht schießen. Ich werde mal ganz getrost hier. Kann ich mich eigentlich auch ducken?
Ja. Ich bleib mal so ein bisschen in der Geduckthaltung. Obwohl ja eigentlich Bioshock nicht so das Schleichspiel ist, aber gut, man kann es ja probieren, ne? So, drei Gesundheitskits, Salz haben wir voll. Ich glaube, wir werden da unten erwartet. Ich gehe nochmal auf der anderen Seite eben gucken, ob wir da irgendwas zum Sammeln haben. Sicher ist sicher. Ah, guck mal an, was ist das hier? Hat er einfach aufgenommen. Keine Ahnung, irgendwie... Naja. Ich traue mich nicht so wirklich dahin. War klar. Oh, das geht ja super. So, wo sind die anderen? Ich glaube, das war's schon. Das ging ja schnell. Das Salz werde ich mir oben nochmal eben holen. Was da oben wir stehen gelassen haben. Und dann füllen wir es wieder auf. Boah, wenn das so ist mit den Kämpfen, dann geht's ja einigermaßen. Aber wenn ich an Bioshock 1 und 2 denke... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wäre ein bisschen mehr los. Aber gut, ist ja noch alles am Anfang. Es kann ja noch viel passieren. Ne? Wir haben ja gerade erstmal so, weiß nicht, Stündchen gespielt oder so. Da kann ja noch einiges... Da kann ja noch einiges kommen. Oh. Wovon hat der große Befreier die Neger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Flinkton, dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren und es ist unsere Last und Aufgabe. Optionale Aufgaben stellen eine Möglichkeit dar, wertvolle Ressourcen zu finden. Suche bereits erkundete Orte erneut auf, um ein Schloss für diesen Schlüssel zu finden. Für den Rest der Schöpfung zu sorgen. So, machen wir nochmal ein bisschen Schild. Finde ich ganz gut. Das, was wir jetzt brauchen. Finde das Schloss zum Schlüssel. Kann ich denn... Habe ich denn eine Karte oder so? Kräfte, Mikrofone. Kann ich das... Du hast einen interessanten Schlüssel gefunden. Durchsuche die Häuser in der Nähe, um herauszufinden, was hier aufschließt. Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Muss ich jetzt da zurückgehen? Ich geh mal gucken. Ich geh mal gucken. Vielleicht finden wir ja was Interessantes oder so. So. Aber was soll der ausschließen? Habe ich irgendwie was übersehen gehabt? Vor allem interessante Häuser. Es kann ja auch keine Ahnung wo sein. Eieieiei. Komme ich hier überhaupt zurück oder? Ah ja, doch. Ah, okay. Ja, nee, ist klar. Und natürlich warten da wieder Gegner auf mich. Weil die neu gespawnt sind. Nee, ach komm. Ach komm. Der Schlüssel ist jetzt nicht so wichtig. Lalalalalala. Werden wir vielleicht zwischendurch nochmal gucken, ob wir irgendwie sowas finden. Erstens mal gucken, wie wir da oben weiterkommen. So. Lalalala. Unten war das, ne? War das jetzt... Warte mal, wo war das jetzt? War das jetzt... Ah, hier war das. So.
startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringend, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Wie die Sachen einfach, die Tatsachen einfach verdreht werden, ne? Aber das sind die Medien. Naja. Schauen wir mal, wo es mit dem Fahrstuhl jetzt hingeht. Hey! Profil speichern, automatisch speichern, sehr schön. Ah, guck mal einer an. So, Verkaufsautomat, was können wir hier? Gesundheit. Stellt Gesundheit wieder her. Gesundheitskit. Achso, okay. 80% wieder, 20% Salz wieder her. Salz wieder herstellen. Munition für Pistole. Munition für Maschinengewehr. Kaufen wir mal. Was wir haben, haben wir. Und Salz können wir eigentlich mal wieder herstellen, ne? So, komm, so ein bisschen. Die Kohle. Die Kohle haben wir ja. Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit zu Ehren. Das sieht aus wie eine Geheimtür. Eieieiei, was ist das denn hier alles? Silver Eagle. Hier läuft gerade noch ein Projektor. Aber wie gut das Spiel aussieht. Meine Fresse. Ich glaube, ich von... Ist das von 2013? Ich glaube ja, ne? 2013, 14, glaube ich. Irgendwie so. So, was ist das hier? Kann ich nichts tun. Aha, schützt... Schutz für unsere Rasse. Achso, Schreibtisch besuchen. Ich dachte schon, was steht denn da? Oh! Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir 3 Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Ach, ja. Na, das ist ja mal eine einladende Zelle. Ausrüstung, neue Hosen, Meisterschütze erhöht den Schaden bei kritischen Treffern um 50%. Ja. Das legen wir mal an. Geldbörse nehmen wir mit. So. Ja, das stimmt. Die Grafik ist definitiv viel farbenfroher. Aber gut, die anderen Spiele sind auch schon ein bisschen älter, muss man dazu sagen. Na, die haben auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber sehen trotzdem für ihre Zeit immer noch gut aus, Teil 1 und 2. Und ich finde, es sind großartige Spiele. Waren wir da schon? Ach, von da kamen wir, ne? Alter, was? Ernsthaft? Ja, farbenfroher, wenn wir schon gerade beim Thema waren. Das Spiel ist definitiv farbenfroher. Oh Gott. Wir kriegen doch bestimmt jetzt Besuch, oder? Komm, da oben hängen welche, was? Halte L2, achso. Sprengfalze erschaffen.
leben ein paar, wenn das Spiel mir das schon sagt oder so. Kann mir das doch schon. Ich werde nicht noch einmal versagen. Mach dich gut. Ja, war klar. Yeah. Was ist so? Irgendeine neue Kraft? Killercreme? Teuflisches Zeug, das. Er trinkt es einfach. Egal. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Mhm. Quasi wie Feuer, nur mit Krähen. Drücke L2, um mörderische Krähen herbeizurufen, die deine Feinde betäuben und verletzen. Halte L2 gedrückt und lasse los, um eine Nestfalle aufzustellen. Viren, Krähen angreifen, nehmen Gegner mehr Schaden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, wie krass. Alter. Alter. Auf jeden Fall ist, was ich jetzt schon mal sagen kann zum dritten Teil, da ich ihn ja zum ersten Mal spiele, Bioshock 3, also Infinite jetzt hier, ist der brutalste von allen der Serie. Also, Alter, das mit dem Haken schon am Anfang war schon der Hammer. Also war schon, ja. So, neuer Hut. Brennender Heiligenschein. 70%ige Chance, dass Nahkampfziele Feuer fangen. Ziel nimmt 300 Schaden über 4 Sekunden. Was haben wir denn da drin? Elektrischer Schlag. Nahkampf betäuben. Ne, ich nehme die Nummer mit. Nehme das Nummer mit. So, hier ist ein alter Verkaufsautomat, der abgeschaltet ist. Da geht es ja zurück in den Garten. Guck mal, die Polizeischiffe. Das komme ich bestimmt nach Monument Island. Okay, dann wollen wir. Ist das nicht hier so ein Polizeischiffchen? Warte mal. Oh Gott. Oh Gott, ich habe Angst, hier runterzufallen. Limonade trinken gibt Salz. Ja, machen wir mal. Wie cool das aussieht. So. Lebensmittelvorratskammer. Hier liegt Geld rum. Das habe ich schon funkeln sehen. Das nehmen wir mal. So, Zigaretten brauche ich nicht mehr. Hab aufgehört. Welche Augenfarbe hat er? Blau. Nein, grün. Ich weiß nicht mehr. Seine Augen waren größer. Er schielt. Okay, Miss, erinnern Sie sich an die Haarfarbe? Es war rot und lockig. Er sah aus wie ein Ire, fand ich. Ja, genau so. Okay, und wie war er so? Oh, er war ganz sicher ein Anarchist. Die erkennt man überall, wissen Sie? Ja, ich weiß. Das ist sehr ähnlich. Mhm, okay. Was? Ganz nach dem Prinzip Leck Salz, Christ Durst? Was? Was? Ja, so kann man es auch sagen. Ich glaube, Booker hat echt ein Alkoholproblem. Wir. Alter, was? Vor allem, wie er guckte. Er ist so, hä? Wer ist er denn? LOL! Wie er auf einmal guckte. Das bin ich nicht. Die haben mich aber schlecht getroffen. Alter. Die haben mich aber nicht gut getroffen auf dem Porträt, muss ich sagen. Warte. Jetzt stimmt's.
So sehe ich aus. So, mal nochmal kurz gucken. Gegenprobe machen. Ja. Ich mach gleich nochmal kurz die Kamera an. So. So sehe ich aus. So. Pistole kann ich nicht mitnehmen. Munition habe ich anscheinend genug. Oder kann sie nicht aufnehmen. Hier ist eine Puppe und ein Teddybär. Der Teddybär ist die größte Verschwörung im ganzen Spiel. Hundertprozentig. Da wette ich mit. Da ist die Lady. Aber wo... Hä, wo komme ich denn weiter? Wie rufe ich denn nochmal hier meinen Ping auf? Mein... Nein. Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Ja. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Oh Gott. Ja, Skyline-Angriff. Alter Schwede. Was? Alter, was? Der hat sich komplett aufgelöst. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Ist ein Traum. Der hat sich komplett aufgelöst. Der fiel die Knochen gerade. Ich weiß nicht, ob man es so schnell sehen konnte. So. Was? Pommes und Schnitzel essen und Flexi schauen. Besser geht nicht. Was? Boah, ich habe auch Cola, aber ich muss auch was essen bestellen. Ich habe auch schon wieder Hunger. Wir machen gleich erstmal ein Päuschen. Im Übrigen. Würde ich auf YouTube machen, wir gleich eine Folgenpause. So. Betritt die Station. Warte mal, haben wir jetzt hier alles soweit? Ich gucke nochmal eben. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier jetzt eine Pause zu machen. Würde ich sagen. Das machen wir mal. Mit dem schönen Ausblick machen wir jetzt mal eine kleine Folgenpause für YouTube. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge bei Bioshock Infinite wieder. Und würde mich freuen, wenn ihr dann einschaltet. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.